Hey Kinderlein, willkommen zum neuesten CSGO Overwatch. Sorry, dass ich jetzt heute ohne Facecam arbeite und wahrscheinlich auch ohne mein normales Aufnahmeprogramm, also für meine Voice. Ich nehme jetzt direkt über OBS auf, weil ich no fucking time habe. Ich muss gleich, also eigentlich schon, naja, ich muss jetzt gleich losfahren. Hab keine Zeit zum Rendern, deswegen werde ich direkt die Originaldatei nehmen. Und ja, Elverwitch sind jetzt, hä? Es hat eben voll geweckt wie eine Aufwärmrunde, aber die sind mittendrin schon. Ah, jetzt sehe ich die Maus wieder nicht. Hi, der neue, wo ist die Maus? Hilfe, Hilfe, da ist er. Wir gucken mal, was sie hier treiben. Die haben eben voll durch die Tür gebankt. Aber eigentlich ziemlich erfolglos, oder? Also ich weiß nicht, ob er jemanden gekillt hat, aber es scheint so, als wenn er wüsste, dass er da unten steht, da der Letzte. Und er hat einen Autosnipe. Was ja, und er schießt sogar seinen Mate an, was ja eigentlich nur heißen kann, dass er ein dreckiger Bastard ist, der irgendwie cheatet, oder? Ich glaube, möglicherweise ist es für euch schwer zu erkennen, aber es kann sehr gut sein, dass dieser Herr doch vielleicht durch die Wand schauen kann. Ich äußere den Verdacht, ganz dezent. Was ein Bastard. Aber es sah normal geaimt aus, oder? Also mit der Hand, das war jetzt keine Aim-Unterstützung. Oder meint er da etwa auch schon etwas anderes? Na, so wie er hinterher zuckelt, sieht es ziemlich normal aus. Also nur nach Warlack in Anführungsstrichelchen nur, der Bann ist trotzdem da. Ist jetzt bitter, dass wir wieder so einen klaren Fall haben, zumindest was diese eine Sache angeht. Der Rest kann dann noch kommen. Aber ja, ich habe einfach no fucking time. Und muss jetzt hier einfach das Erstbeste nehmen, was am Start ist. Eigentlich wollte ich heute direkt das nächste Giveaway machen. Aber das wäre dann erst heute Abend um 8 gekommen oder sowas. Ich weiß gar nicht, wann das hier kommt. Ich hoffe, dass der kommt um... Okay. Ich hoffe, das Video kommt hier trotzdem so ungefähr um 5, aber wahrscheinlich auch erst etwas später, weil ich erst um 4:45 wieder heimkomme. Es ist gerade ganz früh am Morgen, deswegen habe ich die Facecam auch weggelassen. Ich bin komplett im Anus. Wie die da durchballern. Okay, wir haben diese armen Hunde werden so genudelt. Ja. Und ich muss das jetzt leider genau so machen, weil sonst gar nichts kommen würde, beziehungsweise ich werde einfach später gucken, ob ich noch das Giveaway nachreiche. Wahrscheinlich werde ich jetzt... Nee, das werde ich nicht machen. Das muss schon zur Primetime kommen, sonst hat das nicht diesen Impact, den es haben soll. Es wird dann wahrscheinlich morgen kommen, um 17 Uhr. Da muss ich mich halt dann heute Abend einfach noch dran setzen. Und ja, dass es dann wenigstens pünktlich kommt, am Dienstag. Und am besten noch eine kleine Stream-Ankündigung machen. Dass jeder weiß, dass wieder Stream Arena ist am Dienstag, ne? Bevor das wieder die Hälfte vergisst. Es gibt immer wieder Leute, die mir dann schreiben, ich hab's vergessen. Oder, ach Mensch, hey, und... Ah, warum hast du das nicht auf Twitter geschrieben? Dabei schreibe ich es fast immer auf Twitter, hallo? Ja, da werde ich mich heute Abend dran setzen, ganz genüsslich. Ich habe schon ein paar Skins rausgeguckt, die es dann für euch gibt. Und dann hoffen wir, dass es ähnlich gut läuft wie das letzte. Das war echt der Wahnsinn. Also eigentlich laufen diese Giveaways ultra... Sie liefen immer schlechter. Also ich hatte ja Vergleiche... Oh, um Gottes Willen. Ich hatte Vergleiche zu Giveaways, die... Also Grief bekommt da auch noch. Die ich vor Jahren gemacht habe. Da gingen selbst kleine Dinge ultra gut. Ne? Da ist es gerannt. Also wachstumstechnisch, like-technisch, Klicks und so weiter und so fort waren was ganz, ganz anderes wie jetzt. Oder wie noch bis vor einem halben Jahr. Da gehen sogar Knife-Giveaways so gut wie gar nicht mehr. Und ja, das letzte ging jetzt ultra nice mit dieser Komichu Dragon, mit dieser Deagle. Ja, ein Deagle war es, glaube ich. Das ist richtig gerandes Teil. Also alles. Alle Zahlen waren echt, sahen echt richtig gut aus. Da kam so viel bei rum, es war Wahnsinn. Und ja, das nächste wird dann also direkt morgen kommen. Was für verschissene Affenkinder. Naja. Das hier wird eher ein Update-Video als ein richtig ernst gemeintes Overwatch. Also wir sehen ja, wie der Hase läuft. Griefing und Warlock sind am Start. Der Bunny ist ihm zu 100% sicher, oder ihr? Der andere kommt angerannt und will ihn die ganze Zeit knifen. Bleib mal stehen, Suspect. Bleib mal ganz kurz stehen. Ich will wissen, ob es jetzt noch ein Team-Knife gibt davon. Ah ne, der will einfach nur jemanden knifen, einen Gegner. Oder sich vor ihn stellen. Ich weiß nicht, ob er sich vor ihn stellt. Ja doch, er will, dass er aufhört zu cheaten. So wie es aussieht. Ne? Er stellt sich hin, sagt, hör auf, dreckiger Bastard. Aber der hört nicht auf, weil er ein Bastard ist. Wenn die Mutter einmal anschaffen geht, dann ist man so. Als Mensch. Dann ist man durchgehend am Cheaten, so ist es halt leider. Kann man nichts machen. Das ist ein Bot. Bot Nautilus. Also der von einem Mensch gespielt wird. Ah, das ist so dumm, manchmal... Manchmal kann ich euch den Bildschirm zeigen und manchmal nicht. Naja.
Vision Assist und das hier, auf Banyo habe ich nicht geachtet, aber ich glaube, es war auch nichts da und Aim Assist, das sah alles ziemlich normal geaimt aus, von daher, er hat eh den Bann am Start, das war ein Major Problem, das er da reingehauen hat mit seinem Wallhack. Und dann wird er auch weggewurstet. Habt ihr das Update schon gesehen hier mit der Negev? Ein paar haben mich schon gefragt, was ich dazu sage, zu dieser geupdateten Negev. Ich habe sie mir da mal gekauft und ein bisschen gespielt. Fand sie jetzt nicht so nice, also es ging. Ich gehe mal ganz kurz nochmal hier auf, um Gottes Willen, auf keinen Fall das zwei. Und gucke mir sie nochmal ganz kurz an. Ja, beziehungsweise, Moment, nee, da muss ich jetzt die Befehle auspacken, ne? Ich habe da jetzt nur $800 oder sowas, wenn ich reingehe. Okay, scheiß der Hund drauf. Also, ich weiß nicht, ob sie jetzt öfter gespielt wird dadurch. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass jetzt jemand sagt, oh, die Nägel, ach Gott, die ist jetzt so toll. Ich denke, man kann sie jetzt noch eher benutzen im Spiel selbst, also dass man sagt, hey, es ist gar nicht so eine, es ist nicht dieser What the fuck-Moment, wie es vor 2 Jahren der Fall war, wenn halt jemand so ein Maschinengewehr geholt hat, ja, da hieß es dann, bist du blöd? Und jetzt kann man schon sagen, okay, gut, naja, es ist, glaube ich, immer noch ziemlich verpönt, aber. Also, wie viel kostet jetzt 1700, ne, glaube ich? Wo ist er denn? Ja, 1700. Soweit ich weiß, wurde jetzt ein bisschen zielgenauer. Gerade die ersten Schüsse gehen, glaube ich, jetzt eher rein. Insgesamt macht sie aber weniger Armor Penetration. Und ja, es war noch irgendein Vorteil. Hier steht es ja. Hier, gibt es noch ein little cheaper. A burst of several bullets is now more useful. And the beam starts a little sooner. Ja, und dieser Beam, ihr wisst schon, der tödliche Laser, der sich dann einstellt, sobald man das Teil durchdrückt, fängt etwas früher an. Aber dafür ist sie eben auch ein bisschen schwächer. Naja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Leute jetzt auf einmal sagen: Wow, geiler Scheiß, Negev only. Aber ich denke, es ist jetzt auch wieder ein bisschen. Ich glaube, es ist etwas besser geworden um die Negev. Es steht wieder etwas besser um sie. Okay, soweit so gut. Dann vielen Dank für die Zuschauung eurerseits bei diesem Update-Video. Es waren jetzt ja eher Infos wie wirkliches Overwatch-Geschwitze. Aber ja, wenn die Zeit mal knapp ist, dann muss sowas halt auch mal gehen. Vielen Dank und ja, ciao, ciao.